normalen Leben. Mhm. Ja. Ja, krass. Es kam auch noch eine Zuschauerfrage rein. Wie siehst du BJJ als Selbstverteidigung und würdest du auch mal BJJ als reine Selbstverteidigung anbieten? Also ich glaube, das ist eine der besten, je nachdem natürlich, wer es macht. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Selbstverteidigung, auf jeden Fall. Vor allem für jemanden, der vielleicht körperlich nicht der Allerstärkste ist. Außerdem ist es was, womit du Leute überraschen kannst. Mhm. Du kannst einen Kampf beenden, was öfter von Vorteil ist. Du kannst einen Kampf beenden, ohne dass da irgendwie groß Blut oder so oder ein blaues Auge oder so bei entsteht. Das heißt, wenn es mal irgendwie Stress gibt, kannst du jemanden einfach Takedown oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall auschoken und dann lässt du den da, gehst und dann kommt die Polizei und sagt, ey, was ist los? Und sagt, nix. Ja, ich finde, auschoken finde ich eine saubere Sache. Ich auch. Ist immer noch besser, als jemanden K.O. schlagen. Auf jeden Fall, weil jeder kann dann seinen Abend weiter normal weiterleben. Jeder weiß, wer gewonnen hat. Der ist schlafen gegangen und muss erstmal klarkommen. Ungut ist. Und man, es gibt keinen Grund, dich irgendwie zu bestrafen. Mhm. Und man verliert auch nicht den, wie sagt man, selbst wenn man nichts dafür kann für die Ausschreitung oder so, man verliert da nicht das Recht. Wenn du den anderen blutig schlägst, dann hast du schnell das Recht verloren. Auch wenn der andere ein Idiot war, du haust den dann kaputt. Geil. Braucht man nicht. Und wahrscheinlich tust du ja auch noch die Hand selber weh. Mhm. Und muss man nicht. Ob ich dann selber Selbstverteidigung anbieten würde? Jein. Ich würde es bei mir anbieten, aber ich würde es nicht selber machen. Also ich würde nicht selber den Kurs geben, weil das mir dann zu anstrengend wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Als ich meinen Blaugurt gemacht habe, den habe ich in der Stadt, wo meine Oma herkommt, gemacht, in so einem relativ kleinen Gym, aber sehr traditionell. Und da musste ich eine Prüfung ablegen. Ach krass. Und unter anderem wurden dann auch Sachen über die Selbstverteidigung gefragt. Jemand schlägt dich und du gibst ihm einen Hüftwurf. Genau, der Schwitzkasten, und so. Wie kommst du da raus? Mhm. Also Dinge halt, was von Vorteil ist, es zu wissen. Ob man es dann braucht, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass Sportjiu-Jitsu eine gute Selbstverteidigung ist. Natürlich mache ich dann, wenn ich mich verteidigen muss, kein Bedimbolo. Mhm. Aber ich kann jemanden auch Scissor Sweepen. Aber cool wär's. Sehr cool sogar. Aber ich glaube auch, also wenn man legit Jiu-Jitsu trainiert, jeder, der einen blauen Gürtel hat, kann sich schon gegen den Otto Normalo auf jeden Fall gut verteidigen. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Klar, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja. Nee, ich finde es halt immer interessant, das kam ja auch die Frage rein, weil einige machen hier reines Selbstverteidigungs-Brazilian Jiu-Jitsu, was ja nochmal komplett anders ist als das, was wir machen. Ja. Ne, wir drillen ja manchmal, hast ja auch gesagt, eine Woche lang drillst du, keine Ahnung, Leg Drag. Mhm. Ne? Mhm. Das brauchst du in der Selbstverteidigung nicht. Nee. Du arbeitest eher aus der Guard und hast Schläge und so. Ja, ja, ich finde es ein bisschen schade, wenn man nur Selbstverteidigung trainiert, weil es geht halt so viel verloren, was selbst jemanden auch was gibt, selbst für die Selbstverteidigung. Mhm. Aber es ist halt so, der größte Teil fällt einfach weg. Und Selbstverteidigung kann auch Spaß machen, aber es ist wahrscheinlich körperlich ein weniger hartes Training und man muss anders trainieren. Finde ich schade. Ich glaube, man verliert halt einfach ein bisschen von dem Geist, was Jiu-Jitsu hat. Hast du dich schon mal mit BJJ selbst verteidigen müssen? In Offenbach, auf Offenbachs Straßen? In Offenbach auch. Auch. Also du kannst ja vielleicht mal eine Situation erzählen, wo... Ja, es ist nie irgendwie was passiert, aber einmal, das war vor 2 Jahren, das war auch an meinem Geburtstag, waren wir auf einer Rave und dann laufe ich und dann stoß mich so jemand an und ich habe den nur so angeguckt und ja, was guckst du? Und hat dann angefangen halt so zu mucken. Und ich so, Alter, beruhig dich mal. Sagt, nein, was beruhigt dich? Und so weiter. Dann habe ich ihn einmal getakedown, bin wieder aufgestanden. Was für ein Takedown hast du Double gemacht? Double Leg. Hast du ein Double Leg ihn? Ja, hast du ihn richtig hingeknallt oder eher noch ja, so? Ja, ich habe den, ich weiß gar nicht mehr, ich bin einfach genommen, hingeworfen, bin dann aufgestanden, ist dann wieder aufgestanden, hat dann weitergemacht, habe ich den wieder getaked und habe gesagt, so, ey, du machst dich zum Affen, ich schmeiß dich rum wie ein Kind. Und dann hat er das dann auch, okay, besser und ist dann auch gegangen. Okay, dann das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es dann ohne Schaden... Ja, eben, das war ganz cool, weil wir sind in der Location geblieben. Er ist in der Location geblieben, man ist sich dann halt nur noch aus dem Weg gegangen. So. Und Security musste nichts machen. Also die Security hat uns dann gesucht, haben geredet und gesagt, ist doch nichts passiert. Mhm. Und dann, wenn die bekommen ja dann auch mit, so dass ich oder die Gruppe, dass die Leute kämpfen können und dass wir auch niemanden verletzen wollen, sondern dass wir einfach
feiern wollen. Mhm. Und ja, das ist dann alles ziemlich easy. Okay. Also ich bin auch niemand, das ist eigentlich was, worauf ich nie Bock habe. Mhm. Irgendwie Stress oder selbst eine Diskussion ist für mich schon oft too much. Mhm. Und das merkt man dann, glaube ich, auch. Und jemanden dann zu brettern, habe ich gar keinen Bock. Aber auch witzig, dass man, also mir ist das auch mal passiert, dann habe ich auch ein Double Leg gemacht, dass man auf diesen Double Leg immer zurückgreift, weil ich finde, das ist für einen Laien, ist das, der versteht gar nicht, was da vor sich geht und der kann das auch null abwehren. Was ist ein Sprawl? Ja, genau. Ich umarm ihn einfach zurück, ja, dass genau. Sie mich retten. Ja. Ja, deswegen ist das halt ein einfaches Ding, vor allem so in dem, aus dem Kontext heraus, ist ja nochmal anders, wenn einer da steht in einer Ecke vom Ring, der andere in der anderen Ecke vom Ring, beide Hände hoch und jetzt kämpfen wir, als wenn man diskutiert und dann zack. So, das ist halt nochmal ganz anders. Mhm. Und ist einfach, muss man nicht mal wirklich technisch das gut machen. Ja, ja. Und musst du auch schon mal wen choken? Darf man das sagen? Ja, du hast ja, also du nennst keinen Namen, du hast keinen hoffentlich umgebracht. Nein. Na, also du kannst erzählen. Ja, habe ich. Ja. Hast du gechoked? Ja, auch ausgechoked? Ja. Okay, krass. Weil da haben 5 Leute einen Freund von mir angegriffen. Und, oh, krass. Ja. Und da habe ich ihn eingetakedowned. Gut, du kannst erzählen, weil das in einer Selbstverteidigungssituation ist. Ja. Und auch, also das war wirklich, auch zeigt, dass man durch diesen Sport, wenn man diesen Sport aktiv betreibt, sich auch wehren kann. Also es war schon, ich würde sagen... Das ist immer das Argument, dass man sagt, BJJ gegen mehrere Leute funktioniert ja nicht. Oh, ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Okay, krass. Ich glaub, dann hau mal raus, dein Kumpel wurde angemacht. Ja, der wurde, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber das waren dann halt auf einmal irgendwie 5 Kroaten, die halt natürlich dann auch Kroaten sind meisten, sind nicht dafür bekannt, klein zu sein, sondern sind dann meistens kräftige groß. Burschen. Genau. Und die haben dann halt einen Freund von mir angegriffen und ja, sowas, also mich kann man ruhig angreifen oder beleidigen, aber ein Freund finde ich nicht so cool, vor allem wenn man dann noch unterwegs ist und dann schon auch Takedown, ausgechoked, dann kamen seine Freunde, ey, lass ihn los. Aber ich meine, keiner wird auf mich eintreten, wenn der Freund so über den ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen, ist mindestens genauso hoch, wie mich zu treffen. Also du lagst auf dem Rücken und der war sozusagen in deiner Genau. Lag er drauf. Und sobald man halt merkt, er sackt ein, lässt du den zur Seite, stehst wieder auf, kommst hoch und die Leute dann, oh shit, gar keinen Bock. Ah, die haben dann gar nicht mehr weitergekämpft, nachdem der erste... Ja, das ging noch ein bisschen weiter, aber man hat auf deren Geist ist auf jeden Fall kleiner geworden, deren Kampfgeist. Dann kam dann auch die Polizei mit Knüppeln und... war das in Deutschland oder das war das? Das war in Deutschland, okay. Das war, als Deutschland Weltmeister wurde. Ach, das war dann, ich finde auch so WM und EM ist immer sehr, sehr komische Atmosphäre. Ja, also da ist halt wirklich, Frankfurt ist untergegangen, überall war Feuerwerk, alle Leute waren betrunken, alle. Chaos. Und war natürlich dann auch dementsprechend Polizeipräsenz. Und dann, das war eigentlich ganz witzig, und dann war das mehr oder weniger vorbei, wir gehen gerade weg, kommt um die Ecke so ein Einsatzkommando mit Schildern und Knüppeln und fangen an, nochmal auf die fünf Jungs einzuschlagen und haben uns gar nicht beobachtet. Und wir so, okay, und dann sind wir schnell weitergegangen. Ja, ist schon lange her. Crazy Story, aber